So, heute ist der Tag der Tage. Ja, wir werden heute auf alle Fälle 130 machen. Ich muss dazu sagen, es wird jetzt eigentlich, ja, das Fazitvideo im Prinzip, mehr oder weniger, ihr könnt es so sehen wie das letzte Video im Prinzip. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig genau versprechen, ob das jetzt wirklich das allerletzte Video sein wird oder ob es dann vielleicht doch noch irgendwie ein, zwei Dungeon-Videos gibt oder so. Was habe ich jetzt hier alles oder was fehlt mir besser gesagt noch? Ich habe hier. Oh, warte mal, wir haben. Eieiei, was bringt denn das hier? Irgendeine Essenz, das war Dragon Essenz. Ah ja. Ich glaube, damit kann man for the Dragon Weapon, Treasure to get a Dragon Weapon. Ach, genau. Ja, man kann die, glaube ich, nicht recyceln und dann das mal in den Krieg, glaube ich, muss man das Ding nochmal nutzen. Irgendwie so im Dreh, genau. Okay, ja, also momentan ist er da total voll, übervoll. Das Ding ist, ich habe irgendwie so viel Stuff und ich kriege ihn nicht verkauft. Ich meine, ich habe schon einen ganzen Shop zusätzlich zu diesen ganzen Sachen hier. Ja, also steht auch schon seit 2 Tagen, glaube ich, da wird nichts verkauft und der ganze andere Rest hier ist noch da. Ich habe hier noch einen zweiten Shop-Charakter, der ist auch noch voll. Ja, es ist wirklich ein bisschen verrückt irgendwie. Okay, ich wollte eigentlich gerade noch einen Drop. Warte mal kurz überlegen. Ich musste erst die anderen Sachen anmachen und dann ein Drop-Event anmachen. Aber das Ding ist, ich habe so einen langen Laufweg. Scheiß aufs Drop-Event. Nee, eigentlich will ich nicht aufs Drop-Event scheißen. Komm. Ja, einmal, zweimal, dreimal. Und da wir jetzt gerade eben auch so kurz vom Ende sind. Ach komm, warum diese Suchleiste ist so besch. Sorry, so echt beschissen einfach. Oder ist die beschissen, wenn ich hier Coin eingib? Okay, ist doch nicht beschissen. Ich bin beschissen. Ja, ich hau jetzt hier einfach mal die Buffs rein, würde ich mal sagen. Tank, Ding, ganz egal. Destroyer. Nein! Es fängt jetzt an. Nee, warte doch, mach doch nicht. Wenn ich schon Geld dafür ausgib, dann wait. So, na komm. Server. Oh. Server-Buffs. Anarchie-Events. Okay. Eins. Warte mal, was hat er gerade aktiviert? Tank hat er aktiviert. Ja, einfach rein mit dem ganzen Zeug hier. Die ganzen 1000 Buttons hier. Lord Event da. So, rein da jetzt. Let's go. Irgendwie scheint noch zu farmen, deswegen. Kann man schon machen. Okay. Wie viel Uhr mache ich? 23:40 Uhr. Natürlich auch wieder ein tolles, eine tolle Zeit für irgendwie so einmal alle Buffs. Das muss man schon sagen. Aber ich habe gesehen, irgendwie farmte gerade in der Party, deswegen einfach rein damit. So, okay. Ja, Fazit. Tatsächliches Fazit zu Dragon Crusade. Also, ich hatte wirklich so viele gute Momente hier und ich hatte auch so viele schlechte Momente. Und ich glaube, ich bin halt auch noch nie so oft ausgerastet auf einem Live-Server. Es ist eine schwierige Sache. Jetzt will ich ganz kurz mal was testen. Jetzt warte mal ganz kurz. Wir testen uns mal die XP. Das sind wir eventuell dann direkt im ersten Thema. So, jetzt Punkt 84. Okay, wir kriegen 0,04%. Ein Ampli. Ich habe gar nicht aufgepasst. 0,05. Haben wir jetzt 0,06? Immer noch 0,05? 0,05. Ich glaube immer noch 0,05, oder? Ja, okay, also gut, whatever. Und jetzt haben wir noch 3 normale Amplis. Und damit kommen wir, glaube ich, irgendwie auf 0,07 oder so. 52. Genau, 0,07.
Ich weiß übrigens nicht, ob dieses Body Leveling irgendwas bringt. Also irgendwie diese letzte Prozent-Teil hier ist irgendwie entweder falsch oder halt fake oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau, was damit los ist, aber... Ja, keine Ahnung, also irgendwie ist es ein bisschen komisch. So. Oh Gott, ich muss das mal einstellen. Lass mich ganz kurz alles einstellen, dann fange ich an zu reden. Irgendwas anderes, irgendwie diese komischen Pet-Leveling-Dinger da. Ich glaube schon, aber ich weiß gar nicht, wo genau. Egal. Da. So. Ach, ich habe ein bisschen zu viel das TR gesettet, merke ich gerade. Verdammt. Aber ich glaube, es ist nicht schlimm, oder? Ist es schlimm? Ich überlege gerade, ob es schlimm ist oder nicht. Hat Vor- und Nachteile natürlich, klar. Andererseits, ich meine, schau mal bitte die Attack-Rate an. Genau, und hier haben wir nochmal extra XP. 3,7. Warum werden die XP so komisch gerundet? Das ergibt überhaupt keinen Sinn eigentlich. Okay, 0,07 bis 0,08 kriege ich jetzt aktuell. Das ist eigentlich schon ganz gut. Was geben jetzt die anderen hier? 9 und 0,07. 0,07. 0,07. 0,08. Hä, die geben halt genau gleich für die XP irgendwie, what the fuck. Tja, whatever. Okay, ich starte mal noch ganz kurz um, würde ich sagen. Macht jetzt keinen großen Unterschied, mach mal so 50 STA, was habe ich denn an AP? Immer noch so viel AP, hä, fuck. Okay, dann nochmal schnell hier auf... Ah ne, ja, da bin ich schon, perfekt, okay. So, mein Fazit. Also, ich muss eigentlich dafür ein bisschen mehr ausholen. Fangen wir an beim Start, als ich angefangen habe. Natürlich, das Leveling ist hier wirklich, ist es eigentlich kaum ein Thema. Man levelt so schnell, ist es eigentlich kaum erwähnenswert. Also, ich habe hier in so kurzer Zeit 150 gemacht, mit so einem geringen Aufwand. Und ich will mal ganz kurz dazu sagen, ich habe ein einziges Mal nur, und sage ich auch nur für 2 Stunden, diese goldenen Amplis gekauft, wobei die gar nicht mal mehr so wie damals irgendwie zusätzlich, also quasi bis 8 stacken, sondern nur bis 5 stacken, wie ganz normale Amplis. Das heißt, dieser Donate-Bonus in Anführungsstrichen, der existierte sowieso nie. Und auch die anderen Amplis, also diese 5-fach stackbaren Amplis, kann man auch nicht im Donate-Shop kaufen. Das heißt, ich habe halt wirklich, ja, ich habe halt eigentlich so gelevelt wie jeder andere, sogar im Prinzip, in Anführungsstrichen, sogar wie jemand, der gar nicht donatet. Ich habe natürlich jetzt die World Buffs nochmal gekauft und so weiter. Klar. Den Vorteil hatte ich natürlich, aber man kann sich, wenn man genug Zeit hat, auch danach richten, wenn halt einfach die Events laufen. Ja, das ist, glaube ich, kein sonderlich großer Nachteil. Also die laufen ab 18 Uhr meistens oder 17 Uhr, eigentlich mehr oder weniger jeden Tag. Ja, das ist eigentlich kaum eine Rede wert, finde ich jetzt. Okay, also Leveling war sehr angenehm, war ehrlich gesagt fast ein bisschen zu kurz irgendwie, also ich fand die XP einfach zu hoch. 450 levelt man einfach so schnell, das fühlt sich halt wirklich an wie mit Raid. Nach 150, als eine Dragon Rank losging, war die XP am Anfang super niedrig. Das fand ich irgendwie nicht geil. Später dann wurden ja die XP erhöht, also die werden quasi, bis die Milestones reinkicken, sind die XP niedrig und ab dem ersten Milestone, also lass mich mal kurz ein bisschen ausformulieren. Angenommen, der erste Milestone endet bei Level Dragon Rank 20. Das ist der erste Milestone, dann kriegt man bis Dragon Rank 20 normale XP. Wird es auf Dragon Rank 40 erhöht, dann kriegt man, glaube ich, bis Dragon Rank 20 erhöhte XP. Das heißt, die XP bis zum letzten Cap werden quasi dann erhöht. Ist ein ganz nettes System. Ganz am Anfang waren die allerdings so niedrig, dass man dann, glaube ich, nur noch irgendwie, ich weiß, ich glaube, für den Großen hat man auf Dragon Rank 30 dann nur noch irgendwie 1% bekommen. Wir schauen aktuell mal hier. Jetzt kriegen wir aktuell sogar noch knapp mehr als 1%. Also man hat quasi auf Dragon Rank 30 genauso viel bekommen, wie ich aktuell auf 127. Und das ist natürlich schon ein bisschen
übertrieben, würde ich jetzt mal so sagen. Ein bisschen übertrieben weniger vor allem. Und ja, das war ein bisschen zu viel, das Gute in meinen Augen. Also ein bisschen zu viel, das Wenigen, besser gesagt. Jetzt schauen wir uns jetzt mal hier, was dir in die XP geben. Ich weiß nicht, ob die wirklich mehr bringen. Okay, die geben tatsächlich ein bisschen mehr. Minimal mehr geben die. Übrigens hat der Schaden 25 Mille hier. Und das ist genau mit 50 STA gestattet. Und ich habe jetzt noch nicht mal alles an, was ginge. Da wäre es genau ein bisschen Luft nach oben, finde ich. Also ich meine, ich habe ein XP-Pad draußen. Ich meine, schau mal her. Hier, STA-Pad. 64k Attack. 27 Mille. Also fühlt sich halt gefühlt schon so ein bisschen an wie High Rate, würde ich jetzt mal sagen. Ja, der Schaden ist schon ein bisschen utopisch. Auch die HP, die man erreichen kann, sind schon auch ein bisschen utopisch irgendwie. Von allem ein bisschen zu viel irgendwie, aber naja. Also, wie gesagt, die XP waren am Anfang ein bisschen zu niedrig, finde ich. Wie sie aktuell sind, sind sie ein bisschen zu hoch in meinen Augen. Ich weiß es nicht genau, wie der XP-Stand ist. Die, glaube ich, die steigen ja, also Droprate und die XP steigt mit jedem Tag, den die Season läuft. Das bedeutet, je länger es die Season geht, desto besser kann man quasi aufholen, wenn man hinterher ist. Ja, also aktuell finde ich die XP ein bisschen zu hoch. Ich meine, klar, wer halt jetzt noch die letzten Tage die Season aufholen will und so, ist natürlich nice. Aber die XP waren im Prinzip halt schon die ganze Zeit so, also, oder halt vergleichbar zumindest. Also ich finde, sie könnte so ein Ticken niedriger sein, so 15-20% niedriger, finde ich, wäre ganz gut. Okay, genau, also ich habe auch auf Dragon Rank 80, 90 habe ich teilweise noch 8 bis 10 Level gemacht pro Stunde. Pro Stunde, ja. Was einfach dann schon ein bisschen zu viel ist, finde ich. Ich weiß, also ich habe natürlich jetzt hier jeden einzelnen Bonus genutzt, den es gab. Ich habe keinen Bonus ausgelassen. Also auch diesen Faction Buff. Ich hatte dann diesen Gilden Buff, diesen Gilden XP Buff, was jetzt auch nicht jeder hat und so. Also wenn man wirklich jeden Bonus ausnutzt, die Mobs One-Hitted, wirklich extrem guten Schaden macht, dann ist die Levelgeschwindigkeit schon sehr hoch. Also ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt von Dragon Rank 1 bis jetzt habe ich vielleicht 20 Stunden gelevelt, vielleicht 25 allerhöchstens. Das ist für Lowride schon ein bisschen sehr wenig, finde ich. Und dementsprechend finde ich, könnte man das halt zumindest so ein bisschen nerven. Aber das ist halt immer so meine Meinung. Okay, soviel mal zum Thema Leveln. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Mit was fangen wir am besten an? Fangen wir mit Dungeons an? Es sind halt diese großen Themen, die jetzt nicht ans Level gebunden sind, die jetzt nicht so chronologisch sind, sondern einfach die großen Themen. Fangen wir mit Dungeons an. Okay, Dungeons waren witzig. Fangen wir mit den guten an. Sie haben Spaß gemacht. Das Solo-Mode ist wirklich witzig. Ich finde halt, es wäre ganz cool, wenn man ein bisschen, so minimal mehr Anreiz hätte, mit anderen Leuten zu farmen. Und da kommt es mal an diese Modus hier. Diese Drop-Raten hier stehen ziemlich falsch. Und da hatte ich letztens auch mit Dani halt so eine kleine Diskussion, weil ich ihm gesagt habe, das kann halt nicht sein, das kommt halt nicht hin und so. Ich meine, wir haben halt schon ein bisschen was auch gefarmt in Dungeons und so, und wir haben es auf Hard oder auf Hell oder so gefarmt, und es kam halt einfach nie effektiv was bei rum oder halt kaum was bei rum. Und irgendwie halt so im Solo-Mode kommt halt genauso viel bis teilweise sogar mehr rum. Ja, long story short, die Drop-Raten sind jetzt eben nicht bei plus 100 und plus 200%, sondern bei plus 44 und bei plus 88%. Wobei ich auch hier sagen muss, das fühlt sich auch immer noch nach mehr an, als es tatsächlich ist. Also es kommt natürlich dem Ganzen schon näher gefühlt, aber ja, die XP, die fühlen sich halt irgendwie nicht so sonderlich, die Drop-Raten fühlen sich, wenn man mit anderen Leuten farmt, nicht wirklich sonderlich gut an. Ach ja, dann kommt nämlich noch mit dazu, die anderen BH-Mods zum Beispiel, also wenn man jetzt vom BH-Dungeon ausgeht, die skalieren nicht auf das System, weil die halt eben nicht vom Dungeon gespawnt werden, sondern halt irgendwie extra gespawnt werden. Da
Das heißt, man hat im Prinzip nur für den ersten und einzigen Behemoth hat man eigentlich diese erhöhte Droprate. Und die anderen Behemoths droppen mit der Droprate normal, also plus 0%. Das heißt, angenommen, man geht mit der ganzen Gilde da rein, man farmt das halt dann irgendwie auf Hard oder so. Natürlich macht es schon Sinn, auch die Dun-Behemoths zu killen, aber man hat halt einfach wirklich nur bei einem einzigen Behemoth wirklich die erhöhte Droprate und sonst hat man quasi halt immer die gleiche dann wieder. Das heißt, naja, so viel, also wirklich in den Genuss kommt man davon jetzt eigentlich eh nicht wirklich, finde ich. Finde ich nicht so geil, sollte man halt in meinen Augen irgendwie ändern. Die Sachen sollten halt wirklich einfach auch auf das Dungeoning skalieren, wäre halt einfach sinnvoll, also würde einfach Sinn machen, finde ich. Weil ich meine, die Spieler gehen halt davon irgendwie auch aus. Und ja. Was finde ich noch positiv? Die Dropraten haben sich eigentlich am Anfang schon ziemlich gut angefühlt. Fangen wir mal an mit den Dungeons, die nicht schön waren. Also Behemoth fand ich halt wirklich fast schon ein Scam. Es gibt eben auch, wie gesagt, diese Behemoth, also diese Enku, wo haben wir die Dinger hier? Die Dinger, Enku Treasure Box. Mit einem Enku Treasure Key kann man die aufmachen. Die droppen super selten, entweder in Bronze oder in Silber. Ich glaube, angeblich können die auch. Wo haben wir es hier? Ja, angeblich können die ja auch so droppen. Muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich für eine Lüge. Oder die sind halt einfach, die droppen so selten, dass die effektiv nie droppen. Ich habe jetzt, wie oft habe ich Behemoth gefarmt? Lass mich nachschauen. 111 Mal habe ich das Ding gefarmt. Ich habe keinen einzigen getroppt. Null. Wirklich null. Effektiv null. Und hier kriegt man übrigens auch keine. Also, ja, dieser Gold-Key, den kann man effektiv nicht droppen. Ich will darauf hinaus, Behemoth droppt so schlecht. Man droppt wirklich so alle, ja, alle 10 bis teilweise sogar 20 Runs droppt man eine Waffe. Und man kommt halt effektiv nicht auf seine Waffe, die man wirklich braucht. Also generell die Waffe für sich zu droppen, ist halt fast unmöglich. Und ja, halt auch anderweitig. Also generell irgendwas zu droppen, ist halt wirklich nahezu unmöglich einfach, sagen wir mal so. Und ich will einfach darauf hinaus, diese Keys kannst du halt ansonsten nur donaten. Und es ist natürlich unglaublich pay-to-win, wenn du jetzt einfach wirklich diese Schlüssel donaten kannst und diese Schlüssel dir mit einer Chance von 1 zu 10, jetzt zum Beispiel, eine Random Behavior-Waffe bringen. Ein Schlüssel kostet, wie schon erwähnt, 3,60 €. Das heißt, für eine Random Behavior-Waffe zahlst du 36 €. Und also ganz im Ernst, da fühlt man sich halt dann, zumindest aus Spielersicht, also aus Spielersicht, der das selbst donaten muss, fühlt man sich ja dann auch zu Recht abgezogen. Und wir hatten eben schon auch Leute, die es gekauft haben, zumindest angeblich, und dann eben nichts rausbekommen haben oder so random Sachen rausbekommen haben und so. Und also ich finde, ich bin jetzt eh kein großer Fan von Lootboxen. Allerdings hat dann wirklich, es ist im Prinzip einfach eine Slotmaschine, wo ein Spin 3,60 € kostet und du weißt nicht mehr, was du rausbekommst. Das finde ich halt irgendwie schon ein bisschen eine Frechheit, wenn ich ehrlich bin. Also sowas sollte einfach nicht existieren. Ja, genau, das ist so mal der erste große Aufreger gewesen, der mich dann gestört hat. Auch die ganze Gilde, die hat im Prinzip einfach nie Sachen gedroppt. Und, also ich weiß, was? Nee, das wäre frech. Hä? Verstehe nicht. Und ja, die haben wir dann teilweise wirklich ewig gebraucht. Ich habe auch ewig gebraucht, bis ich dann irgendwas bekommen habe. Und ja, also das ist halt wirklich nicht witzig. Ich habe halt im Prinzip auch diese Boxen öffnen müssen. Ich glaube 40, 50 Stück. Ich habe es nicht selbst bezahlt, also zum Glück nicht. Aber ich habe einfach so viele Boxen öffnen müssen. Ich glaube über 200 € wären es gewesen, halt nur um eine BH-Waffe zu kriegen. Und ohne diese BH-Waffe hätte ich halt
in diese anderen Dungeons nicht reingekonnt. Das heißt, ich musste das halt effektiv machen. Also ich musste halt diese Keys nutzen. Ansonsten hätte ich halt, wäre ich jetzt immer weiter zurückgefallen und hätte dann irgendwann geragequittet oder so. Und ich finde, das geht halt einfach gar nicht. Also das ist halt wirklich, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob denen die Drop-Raten halt wirklich bekannt sind, auch generell zu denen der Preis da davon bekannt ist und so. Weil, also ich kann mir beim besten Willen vor, ich weiß, ich meine, wir reden hier von Fly-FP-Servern. Ich meine, ich habe vieles erlebt in den letzten 12, 13 Jahren, wo ich auf P-Servern spiele. Und ich habe auch schon wirklich viel erlebt, wo halt irgendwie die Spiele einfach krass abgezogen wurden und so. Aber das traue ich denen ehrlich gesagt ist hier nicht wirklich zu. Also es fühlt sich jetzt nicht so an, als wäre das halt wirklich gewollt. Also dafür passt der restliche Server halt irgendwie nicht so ganz. Ich weiß, es wird geändert oder es sollte geändert werden, aber der Patch ist glaube ich noch immer nicht online. Ist halt Wochen ausständig. Warum, wieso, weshalb, weiß ich jetzt nicht. Ist einfach so. Keine Ahnung. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es gekommen wäre. Naja. Ich will auf jeden Fall darauf hinaus. Welcher Dungeon? Nicht cool. Der erste Dungeon quasi mit sehr schlechter Droprate. Und das Konzept finde ich einfach schon sehr verwerflich. Dann ging es weiter. Lass uns mal ganz kurz das Ding da aufmachen. Ja, Kalgas Dungeon. Es ist halt der originale Dungeon. Der ist halt einfach ewig lang. Du brauchst ewig, bis du durch bist. Macht keinen Spaß, ein ewig langer Marathon. Die Droprate ist so, naja. Übrigens dasselbe fürs Crystal Labyrinth. Immer das dann nach 25 Runs bekommst du einen Token für ein Set. Das finde ich ziemlich geil. Aber auch der Dungeon ist wirklich einfach nur Krebs pur. Aber das liegt halt am Dungeon und nicht am Server. Kalgas, wie gesagt, das gleiche. Eden finde ich einfach viel zu groß, farmt nie jemand, weil man wird einfach nicht fertig. Man ist da eine halbe Stunde drin. Finde ich einfach way too much. Genau, diese Expeditions-Dings, ja, waren nervig. Ich war einfach froh, als ich die dann fertig hatte. Ich weiß, in Flife hatte ich eben so ein bisschen diese Stimmung, diese Mentalität etabliert, dass Dungeons einfach nervig sein müssen irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber so in anderen Spielen hast du es halt wirklich so, dass eigentlich so der Spielspaß im Vordergrund steht. Und Flife hast du einfach wirklich diesen Grind, 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 Hauptsache Grind, alles andere ist scheißegal. Ja, das ist eben, wie gesagt, auch so bei Kalgas oder bei Crystal Labyrinth und so weiter. Ja, das ist halt nicht mein Ding, finde ich nicht geil. Gefällt mir nicht. Finde ich, sollte man einfach anders und besser machen. Das ist aber nur mal so meine bescheidene Meinung. Wie gesagt, diese Expedition-Dinger da, es ist eigentlich alles okay, bis auf den... Also es ist extrem verwirrend. Da wo es diesen Dragon Ring 3 gibt, bei diesem... Dragon Ball 3 meine ich, sorry. Mal diesen Ship Expedition, du portest dich im Prinzip nur kreuz und quer, du klickst halt irgendwie dich nur durch 1000 NPCs und läufst dann irgendwie durch 2 oder 3 Teleporter, um halt immer zu einem so einem, also zu dieser eigentlichen Insel hinzukommen, wo man quasi drauf will, was irgendwie total verrückt ist. Ja, das ist ganz, ganz crazy irgendwie, also das verstehe ich nicht. Würde ich einfach auch anders machen. Ja, dann haben wir auch wieder Forgotten, das ist einfach auch ein reiner Marathon. Man ist einfach froh, wenn man durch ist, alles voller Akkus. Wenn man die alle killt und so, dann geht man halt irgendwie gefühlt, also dann stirbt man einfach an Langeweile oder so. 5 Mal am Tag das Ganze finde ich einfach auch total übertrieben. Die Runs sollten halt einfach reduziert sein, also gerade die Endgame- und Late-Game-Dungeons. Also quasi alles ab Dragon Rings sollte halt einfach nicht so krass sein. Also das Cave 5 Mal, okay, finde ich jetzt auch nicht top. Also 4 Mal finde ich halt besser, aber whatever. Aber sowas wie Forgotten oder Moonshadow oder was haben wir noch, Crystal Demon. Also 3 Mal ist wirklich mehr als ausreichend. Also ich würde sogar... Es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ich meine, klar, Hälfte Runs bedeutet eine doppelte Droprate. Aber... Also 2 bis 3 Runs, aber mehr sollte hier eigentlich wirklich nichts sein. Also hier 5 ist way too much in meinen Augen. 2 bis 3 reicht vollkommen.
Und hier auch 2 bis 3 eigentlich. Das wird vollkommen reichen. Das ist einfach nur nervig meistens. Vor allem, das so viele Dungeons, die du jeden Tag farmen kannst und musst, das kann man halt eigentlich kaum alles schaffen. Oder man will es halt eigentlich auch teilweise gar nicht machen. Vor allem, es entsteht einfach diese Mentalität, dass man einfach nur noch alles rushen muss, damit man halt zum Beispiel während des Lord-Events einfach alle Dungeons durchkriegt. Und das ist doch auch nicht das Sinn, oder? Das ist doch auch kein Spielspaß mehr da, wenn du wirklich nur noch am Rushen bist, wenn du auch diese Dungeons halt gar nicht mal mehr anschaust und einfach wirklich nur noch durchhetzt einfach. Das ist doch nicht cool eigentlich. Also das gefällt mir halt einfach nicht. Ich meine, ich will halt einfach nicht 20, 30 Dungeons laufen in einer Stunde und die dann quasi so ein bisschen im Akkord, damit man halt noch irgendwie alles unterkriegt in einer Stunde. Es gibt genug Dungeons, damit man die Runs reduzieren kann. Das ist einfach so mein Statement. Und ja, man verbringt auch teilweise viel zu viel Zeit mit Dungeons und hat einfach auch gar keine Zeit mehr, um zum Beispiel GW zu spielen oder so, oder andere PvP-Modis, oder auch zu leveln. Das habe ich wirklich quer durch alle Gilden mitbekommen. Ich habe immer wieder gefragt, so, hey, Lust auf GW? Und dann kam so, ja, nee, wir farmen, wir leveln. Ja, keine Zeit für GW. Und das ist einfach so das Ding, was ich halt immer wieder gehört habe. Und auch in der Gilde gehört habe, nee, sorry, ich bin am Farmen. Und ich bin am Leveln. Ja. Das Farmen nimmt einfach ein bisschen zu großen Anteil ein am Spielgeschehen. Und das finde ich halt, sollte man ändern. Genau. City of Gods als Level-Map war übrigens ein absoluter Krampf. Das war wirklich eine schlimme Map. Der Teleporter ist übrigens auch falsch, der führt einfach ins Nichts. Hier mal an der Stelle ein Bug-Report, aber ich habe es alles aufgeschrieben. Ich habe übrigens alle Bugs dokumentiert. Ich bin bei 4 oder 5 Seiten mittlerweile. A4 Seiten, Schriftgröße 13 mit ein paar Überschriften dazwischen. Also, aber dazu kommen wir gleich später noch. Ancient Castle ist voll okay, 2 Runs. Dark Runes, dieser Dungeon ist so ein Krebs. Es ist auch wieder, also es ist halt ein Marathon. Es ist ein Labyrinth. Man läuft und läuft und läuft und man kommt einfach nie ans Ende. Dieses Ding 5-mal zu farmen und mit diesen Blue Dragon Fragment Drops, deren Droprate wirklich extrem gering ist, also man droppt einfach super wenige nur. Ich farme jetzt seit einer Woche und ich hatte, glaube ich, gerade mal so genug, um eine Waffe auf plus 8 zu kriegen. Ich habe es mit Myself Upgrades auf plus 10 gemacht. Aber warte mal, da ist noch ein... Wait. Habe ich nicht sogar noch? Habe ich noch eine... Ich habe keine Fallkarte mehr, okay. Ja, also man müsste wirklich wochenlang farmen und jeden Tag 5-mal diesen Dungeon machen. Und wie gesagt, glaubt mir, ihr wollt diesen Dungeon keine 5-mal am Tag machen. Er braucht lang, ihr wisst in der Zeit ungefähr so... Also ich meine, ich mache jetzt 25 Millionen Damage, auch im Dungeon. Locker, 25 Mille. Ich brauche dafür ungefähr 4-5 Minuten. Das heißt 20 bis 25 Minuten. Nur für diesen einen einzigen Dungeon. Und ich meine, ihr seht ja, wie viele Dungeons das es gibt, die man farmt, jeden Tag. Also das ist verrückt. Der Dungeon macht keinen Spaß. Er ist nervig. Man will nicht farmen. Keiner will den Dungeon farmen. Ich habe auch heute nicht gefarmt, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Also 5 Runs ist halt wirklich schon Folter. Also 2 Runs wären für mich persönlich so das Beste. Ich weiß, es werden wahrscheinlich am Ende so 3 Runs werden oder so, aber also mehr als 3 auf gar keinen Fall. Also 2 wären wirklich angenehm und 3 sind eigentlich schon auch wieder fast zu viel. Ja, was haben wir sonst noch? Crimson Cave. Die Droprate davon ist auch wieder unterirdisch. Also teilweise habe ich mal Glück gehabt und öfter mal was gedroppt. Und dann wieder eine komplette Woche einfach gar nichts. Also wirklich eine Woche lang gefarmt und nichts gedroppt. Ob da der Spaß halt irgendwie noch so drin vorhanden ist, weiß ich jetzt nicht. Ich merke gerade die... 33 Minuten. Wo haben wir angefangen? Waren wir bei 0%? Nee, oder? Ich glaube, wir haben jetzt 10%. Wir haben jetzt 40, wir haben noch... Oh Gott, das wird ein bisschen knapp, aber mal schauen. Gut. Also hier, wie gesagt, 2 Runs sind angenehm, aber halt die Droprate ist also gar nicht angenehm. Das macht keinen Spaß. Und naja. Ancient Castle. Toller Dungeon. 2 Runs, vollkommen okay.
Droprate fühlt sich okay an. Wir haben eigentlich alles ganz gut gedroppt. Einige hatten ein bisschen Probleme, aber das war, glaube ich, auch noch im Rahmen. Kann so bleiben, finde ich. Dann haben wir Black Castle. Also solange man die Dungeons halt durchrushen kann, ist das halt okay. Fünfmal finde ich halt auch wieder nervig. Also man will halt nicht fünfmal hintereinander in den gleichen Dungeon reingehen. Und das ist vollkommen egal, wie lange das man dafür braucht. Fünfmal den gleichen Dungeon anzuschauen, fünfmal die Mitbosser zu killen, fünfmal den Boss zu killen. Boah, nee, echt nicht. Wirklich nicht. Genau, Icewing hat diesen tollen Drop-Buff, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe den Verdacht, dass der nicht funktioniert. Oder vielleicht sogar einen negativen Effekt hat, ich weiß es nicht. Also, ich kann es nicht beurteilen, aber was ich bekommen habe mit diesem Drop-Buff, war halt echt ein schlechter Witz, ehrlich gesagt. Gefühlt habe ich ohne einfach mehr gedroppt. Das kann einfach nur gefühlt so sein, kann aber auch wirklich so sein, weiß ich jetzt nicht genau. Auf alle Fälle die Droprate mit dem Buff ist, also, ich weiß nicht, 25% mehr haben sich jetzt nicht so angefühlt. Hellscape, ja, habe ich ja auch schon seit 5 Tagen gar nichts gedroppt, oder glaube ich nur ein AOE-Set habe ich gedroppt. Ich meine, droppt hat dafür ein komplettes Set, das ist ganz angenehm. Allerdings gibt es hier 16 verschiedene Sets. Das könnt ihr euch vorstellen, ist lustig dann, wenn man ein bestimmtes Set will. Tja. Was haben wir sonst noch? Cave King. Das ist für mich so, ehrlich gesagt, so der größte Verlierer in der Reihe hier. Ich habe den jetzt zum 5. Mal gefarmt, 5. Tag heute. Und der Dungeon ist durch und durch Krebs. Die Map ist absoluter Krebs, die willst du nicht farmen. Der Boss spawnt, also generell, man hat hier keine wirkliche Struktur, es ist halt wirklich wie so, also du kannst auch diese Wege hochlaufen und so, und es gibt im Prinzip wirklich keine Border oder so. Das ist ganz, ganz komisch. Kurz was trinken. 5 Mitbosses sind halt irgendwie überall verstreut. Den dann schon zum ersten Mal zu farmen, ist halt auch wieder totaler Spaß, kann ich euch sagen. Die Droprate von, also er kann, glaube ich, diese Cave, genau, er droppt diese Cave King Treasure Keys. Ich habe 2x5 gedroppt und sonst bloß immer 2 gedroppt, ich weiß nicht warum. Und damit kann man diese Boxen aufmachen. Diese Boxen allerdings, die man damit aufmacht, Alter, ich sag's euch, es ist, die Boxen sind ein Trauerspiel. Es können entweder Mobs rauskommen oder es kann eine Box rauskommen, wo dann eben zum Beispiel dieser Schmuck oder halt diese Karten rauskommen und so. Aber ihr wollt nicht wissen, wie schlecht das diese Chance ist, keine Mobs rauszukriegen. Also, ich habe die letzten 3 Tage nur Mobs rausbekommen. Nee, sorry, die letzten 4 Tage. Ich habe nur ganz am Anfang habe ich 2x Boxen bekommen. 2 Boxen habe ich bekommen. Also am Anfang mit 10 Keys, 2 Boxen. Und jetzt 4 Tage, also 4x2 Runs, also 8 Runs mit jeweils 2 Keys. Also 18 Keys, oder? Ja, nee, doch. 16 Keys. Mit 16 Keys habe ich wirklich Boxen, Mobs only rausbekommen. Ich habe nichts anderes rausbekommen. Gut, man kriegt irgendwie so ein paar Weapon Dust, aber das macht halt auch nicht fett. Also, der Dungeon ist wirklich nervig und dieses System, dass man halt entweder Mobs rauskriegt oder halt irgendwie coole Boxen, macht halt irgendwie gar keinen Spaß. Also vor allem, wenn halt nahezu immer nur halt irgendwie Schrott rauskommt. Ich meine, keine Ahnung, bist du da Spaß dabei? Weiß ich nicht. Die Drops in der Theorie sind natürlich nett, klar. Da gibt es zum Beispiel auch dann diesen Legendary Dragon hier mit PvE-Schaden 15% und PvP-Schaden 10% und 40 All-Stats und so. Alles toll, alles top, nur du kriegst dieses Ding halt einfach nie. Und auch diese Schmuckdinge habe ich halt einfach nie bekommen bisher. Ja, weil ich einfach keine Boxen bekommen. Und da muss ich jetzt sagen, das sagt halt schon wirklich ziemlich. Genau. Was kann man sonst noch sagen? Ja, eigentlich glaube ich, schließt das Thema Dungeons ganz gut ab. Und jetzt kommen wir eigentlich zum großen Thema und das sind Bugs. Es gibt so unzählig viele Bugs. Also,
es ist wirklich geisteskrank. Es ist wirklich, also Dragon Crusade besteht halt wirklich zu großen Teilen einfach aus Bugs. Und sorry, das muss ich einfach so sagen. Ich habe noch nie einen Server gespielt, der so unfassbar viele Bugs hatte. Und das Ding ist, wir sind in Season 9. Und ich meine, es ist kein neuer Server. Wenn es ein Server noch online kommt, der die Bugs, okay. Aber wir sind hier in Season 9. Das kann und darf halt eigentlich nicht sein, effektiv. Das ist mein Problem. So, schaut euch mal dieses Ding hier an. Also, Schwarzbuch, Dragon Crusade Band 1. Ich habe es auch immer nummeriert. Ab 11.09. habe ich angefangen. So, und wir haben hier Bugs, 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 noch mehr Bugs und noch mehr Bugs. Ja, also es sind halt wirklich, wir sind hier auf Seite 4. Wir haben 4 Seiten lang, oder also ich habe 4 Seiten lang nur Bugs gesammelt. Ja, und das ist halt verrückt. Das kann halt einfach, es kann es halt einfach nicht sein. Und ich meine, oft ist es wirklich so, an manchen Tagen bin ich von einem Bug in den nächsten gelaufen. Ja, also da war es frustrierend pur. Dann habe ich auch teilweise in Videos mich wieder aufgeregt, habe dann eben auch mal Dani ein bisschen zugeflammt und gesagt, so, hey, das kann doch nicht sein und so. Und gerade solche Bugs wie, keine Ahnung, Leute die 10 im GW oder Leute haben Standbild im GW oder ich habe im GW nur noch 5 FPS oder 13 FPS. Oder im Secret Room spawnt ein Mob in dieser scheiß Statue und man kann das Ding nicht angreifen. Der ganze Secret Room ist eventuell gelaufen. Oder wenn man es halt eine gegnerische Gilde hat, dann gewinnt ihr einfach nur, weil man das letzte Mob nicht killen kann von dieser Stage. Also es sind einfach so Sachen, so das kann halt einfach nicht sein, dass halt solche Bugs existieren. Oder gab es auch diesen Bug mit den XP, dass man einfach nur die Hälfte der XP bekommen hat, wenn zum Beispiel dann kein Buddy Leveling an war und wenn Buddy Leveling an war und der Leecher out of range war oder ein Leecher da war, der Buddy Leveling an hatte und man selbst kein Buddy Leveling an hatte, da hat man einfach nur die Hälfte der XP bekommen. Also die Hälfte von dem, was man regulär bekommen hätte. Und ich habe ewig lang damit gelevelt und habe mich natürlich mega aufgeregt, habe gesagt, so was soll die Scheiße und so. Und ich meine, okay, XP-System ist vielleicht komplett komplex, kompliziert, aber es ist jetzt kein Bug, den man jetzt nicht finden hätte können. Also am besten Willen. Sowas kann man doch finden. Und ich glaube, es ist auch nicht zu viel verlangt. Ich meine, wenn man sowas schreibt, dann stellt man sich halt hin, testet das Ganze und fertig. Also, ich finde halt, das kann man jetzt auch nicht wirklich rechtfertigen. Und ich meine, klar, es muss schnell gehen und so, verstehe ich halt, aber was halt Qualitätskontrolle anbelangt, da ist es hier halt sehr mau. So gerne ich den Server mag, wirklich, ohne Witz, ich mag Dragon Crusade als Server wirklich sehr. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Dungeons hier zu farmen, hier zu leveln mit den Leuten in der Gilde, das Lore-System ist toll und so. Das ist wirklich, ich hatte wirklich richtig viel Spaß. Aber es ist einfach so eine große schwarze Wolke, die hier, oh fuck, ich habe einen Fehler gemacht. Es ist einfach eine große schwarze Wolke, die hier drüber schwebt. Über Dragon Crusade. Wir haben jetzt alles 64k Tag. Wo habe ich den Rekord eigentlich aktuell aufgestellt? Wartet mal kurz. Blade habe ich auf. Warte mal, ich kann den eigenen Rekord gerade mal brechen. Lul. Hä? 66k Attack. Warum kam kein Broadcast? Toll. Ja, auch hier übrigens so mal, also. Es fühlt sich halt qualitativ nicht wirklich gerade hochwertig an. So muss er wieder das Ding aufmachen und so, ist er wieder das Gefummel da und so. Muss wieder reingehen, damit sich halt dieses Ding aktualisiert. Teilweise kommt ein Broadcast, teilweise nicht. Ich weiß, es ist gewollt, aber ist halt nicht wirklich so nachvollziehbar. Ja, auf die Stats gehen wir auch später mal noch drauf ein. Ich muss ein bisschen anziehen mit dem Tempo. Ja, also auf alle Fälle, es gab einfach super viele Bugs, wie ich schon erwähnt habe, hat mich einfach extrem gestört, finde ich bis heute immer noch sehr, sehr störend, wirklich, muss ich sagen. Und, ach, neuen Bug gefunden, wenn es im Inventar voll ist, dann werden die Sachen nicht da reingezogen. Wow. Klar, wir reden halt über Bugs und ich finde den nächsten Bug. Wisst ihr, das ist halt einfach so die Ironie halt momentan. Und ich meine, so, kann man sowas finden? Also ich meine, ich kaue dir wirklich seit
einiger Zeit an Minecraft, beziehungsweise an meinem Minecraft-Server. Und wenn ich halt irgendein System mache, dann gehe ich halt wirklich alles in Gedanken nochmal ein, zwei, dreimal durch, vielleicht sogar nachts nochmal. Und ich überlege wirklich alles, was irgendwie schiefgehen kann und teste es eben aus. Es wird getestet, wird probiert und immer weiter. Also es ist halt wirklich, die Testphasen, die wir halt da teilweise haben, sind verrückt. Und das ist dann teilweise auch nicht nur so ein Zwei-Augen-Prinzip, sondern teilweise auch mal ein 10- oder 20-Augen-Prinzip zum Teil. Also manche Features haben wirklich mit 10 Leuten getestet. Gerade sowas wie zum Beispiel ein automatisches Lagesystem und so. Da haben wirklich 10 Leute getestet für 2 Wochen oder so. Und ja, einfach wirklich zu verhindern, dass es irgendwelche Probleme gibt, dass man juken kann, dass es Bugs gibt und so. Also man kann schon machen, es ist schon möglich. Und ich meine, ich habe Minecraft-Server mit einem Peak von 25 oder 28 Spielern. Also weitaus kleiner als so ein großer Live-Server. Aber gut. Was ich einfach sagen will ist, Dragon Crusade hat einfach, das größte Problem vom Server ist einfach die Bugs. Bugs und QOL. Bugs und Quality of Life. Das sind die Sachen, die hier den Server wirklich zurückhalten. Das ist der Grund, warum die Leute einfach auch quitten. Natürlich auch ein bisschen Balancing, das kommt mit dazu, zum Beispiel Behemoth und so weiter. Aber das sind die Sachen. Dragon Crusade ist vom Content her weit vor CWF Live. Das ist kein Witz. Dragon Crusade hat mehr Content als CWF Live. Und warum sind sie nicht erfolgreicher als CWF Live? Einfach weil die Qualität nicht stimmt. Das ist wirklich das Traurige an der Sache. Und es regt mich auch so ein bisschen für den Server auf. Und das ist eine gut gemeinte Aufregung, denn ich sage das schon, glaube ich, schon zum 5. Mal oder so im Laufe des Let's Plays hier. Also generell alle Let's Plays jetzt hier auf dem Server. Die könnten so viele mehr Spieler haben. Aber die Leute Rage quitten wegen Bugs, wegen fehlenden Quality of Life Features, weil einfach alles hakelig ist, weil zum Beispiel noch die Party Skills verschwinden, wenn man ausloggt oder reloggt. Ich meine, wir sind im Jahr 2023, sowas muss einfach gefixt sein, sowas muss geändert werden. Und also wegen Party Skills quittet keiner, aber man merkt einfach, dass die Qualität des Servers nicht da ist, wo sie sein sollte. Und fixt alle Bugs auf meine Liste und baut wirklich auf Quality of Life. Und ich würde eine Wette eingehen, dass sich die Spielerzahlen verdoppeln werden. Durchwegs. Von Anfang bis Ende doppelte Spielerzahlen. Bin ich mir sicher. Das ist das Einzige, was diesen Server zurückhält. Aber gut. Tja, also das Thema Bugs. Auch das Thema kritische Bugs. Sehr, sehr, ja, sehr großes Thema auf alle Fälle. Da ist allerdings der Server selber schuld. Das ist kein Spieler schuld, das ist auch kein, weiß ich nicht, wer schuld. Ich spreche es einfach an und ich spreche es einfach auch deutlich an, weil es ein großes Thema ist und ich spreche es auch immer wieder an und ich spreche es auch immer wieder vor Dani an und so. Die Bugs und die Bugs und die Bugs. Ja, das sind halt einfach die Sachen, die halt wirklich auch dieses Video hier dominieren sollen. Dann haben wir nochmal das Thema Fairness. Es gibt Bugs oder Möglichkeiten, um sich zumindest in der Vergangenheit, also in Season 9, aber in der Vergangenheit, sich Vorteile zu verschaffen. Und ich bin auch vollkommen davon überzeugt, dass das nicht nur auf irgendwelche Items bezogen ist, sondern dass es eben halt eben auf Stats bzw. Stats-Hacks bezogen ist. Wo fangen wir an? Fangen wir mal damit an, was hier generell. Es ist so ein bisschen dieser Elefant im Raum. Dieses Satz sind hier der Elefant. Und das andere ist der Raum gewissermaßen. Wir haben hier einen Ruffy mit einer Maximum Death von 828.000. Natürlich gab es mal diesen Bug, dass die Stats irgendwie verbuggt waren, aber ich glaube, die hatten hier keinen Einfluss auf das Recordbook. Glaube ich zumindest. Und das war damals nur die Dex-Rate und nicht die STA-Rate oder so. Also 828.000 Dex als Blade, das schreit einfach nach absoluten Stat-Hacks. Dann hatten wir hier auch zum Beispiel bei der Maximum-Attacke,
hatten wir seit Woche 3 oder Woche 4 hatten wir eine Maximum Attack von 61.000. Ich glaube von, wer war das? Chimbei oder Fabo, glaube ich, war das. Einer von beiden. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war übrigens so eine Zeit, als, glaube ich, noch nicht mal das Level Cap, oder ich bin mir gar nicht mehr sicher. Also das Allerhöchste waren auf alle Fälle B-Herr-Waffen. Aber vielleicht waren es noch nicht mal B-Herr-Waffen. Ich bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist es vollkommen unmöglich. Also auch mit Bloody Dragon Sachen war das eigentlich kaum bis nicht möglich. Erst dann mit dem Dragon Rank 40 bzw. Dragon Rank 70 Set, erst mit Ulti-Cards und diesen anderen krassen Cards und so, mit den 10% Karten, erst damit wurde das Ganze möglich. Also diese 61k Attack waren vollkommen unmöglich zu erreichen. Und das ist indiskutabel. Also mit einer B-Herr-Waffe erreichst du keine 61.000 Attack als Blade. Ich meine, mein Equipment war durch und durch. Also ich hab hier alles. Ich habe einen +20 Schmuck, ich habe ein perfektes STR-Pad. Ich hab vieles versucht, um das selbst zu erreichen. Also mit B-Herr-Waffen war ich so bei 40k ungefähr. Und zwischen 40k und 61k ist ein ganz großer Unterschied. Und ich hatte schon einen Schmuckset +18 bis +20 teilweise. Ich hatte auch das Donate-Set hier. Ich hatte im Prinzip alles. Also diese 20.000 Attack, die waren unmöglich rauszuholen. Und das Ding ist, wenn man sich immer so durchscrollt, dann sieht man immer wieder Sachen, die halt wirklich absolut nach Stat-Tag schreien. Ja, ich meine, GW kam man nie zustande, das ist auch ein bisschen schade und so. Aber das habe ich gerade vorher schon begründet. Zumindest, wo ich glaube, was der Grund ist oder die Begründung ist. Ja, ich hab ein paar Verbesserungsvorschläge, aber die sind jetzt eigentlich hier. Es ist, glaube ich, nicht der richtige Ort, um das Ganze jetzt hier zu testen. Um das hier auszusprechen. Das mache ich irgendwo anders auf alle Fälle. Ja, Spielerzahlen waren eigentlich relativ lang, relativ gut. Irgendwas hat eben eingebrochen. Das ist gewissermaßen normal. Ich muss sagen, die haben sich eh relativ lang, relativ gut gehalten. Also, gerade für einen kleinen Server wie Dragon Crusade lief und läuft das Ganze eigentlich schon recht gut. Und ich denke mir auch, dass die eigentlich diese Season dann schon auch recht gute Einnahmen hatten. Also, würde ich jetzt mal schon von ausgehen. Also, das wird auf alle Fälle ein guter Betrag gewesen sein. Also, schon fünfstellig, denke ich mal. Das ist relativ sicher. Weapon Level Up, nice. Und ja, also ich denke mal, die können sich eigentlich auch recht glücklich schätzen. Ich würde es nicht schlecht finden, wenn man vielleicht auch ein bisschen was reinvestiert. Vielleicht einfach einen Entwickler, der nur Bugs fixt oder halt sich nur um Events oder so kümmert oder ja, oder halt einfach nur neue Features reinbringt. Aber ich weiß natürlich schon, ja, kompetente Leute zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Und nicht ganz so easy auf alle Fälle. Wiki. Oh, Wiki und Infos. Ja, Informationspolitik. Ganz, 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 ganz großes Thema sogar. Ja, ist ein sehr leidiges Thema. Man findet hier nirgendwo Infos. Die Infos im Forum sind gottlos veraltet. Viele Sachen sind einfach, ja, kaum noch auffindbar oder halt, da muss man wirklich 3 Stunden um die Ecke denken, um zu verstehen, wie das oder wie das mittlerweile funktioniert. Oh, nice. Jetzt, wo ich 130 bin, habe ich, wisst ihr, ich finde halt wirklich im Minutentakt quasi neue Fehler. Come on, really? Kommt, ich schreibe es direkt ins Buch rein. Ein Schwarzbuch. So. Oh Gott, wie heißt das hier? Wie, oh Gott, Backpack. Nee, warte mal. Ach, wie nennt man diese scheiß Feature? Wie nennt man das denn? Wie soll man es bezeichnen?
Hier übrigens auch mal so ein nerviges Ding. Warum gibt es hier einen Cooldown für einen scheiß Teleporter? Wer baut hier einen Cooldown an? Habe ich noch nie gesehen auf keinem Server irgendwie. Es fühlt sich halt auch wieder so ein bisschen clunky irgendwie an. Auch wenn es nicht clunky ist, aber es fühlt sich clunky an. Das heißt, ich schreibe mal kurz Autopick hin und... Wie reportet man so einen Bug? Ich weiß es nicht. Es ist halt blöd irgendwie. Ich meine... Ja, es ist ganz schwer zu beschreiben oder zu umschreiben. So, jetzt mal kurz konzentrieren. 3, 2, 1. Ich hoffe, es kommt ein Broadcast dafür dann. Boom. Nice. Hab's geschafft. Jetzt haben wir uns aber offiziell durchgespielt. Gleich mal direkt auf die Website. Nein, die sind nicht aktuell. Okay. Verkaufen wir erstmal ganz kurz unser Zeug hier. Auch das hier, ich kann euch nicht sagen, ob das hier immer nur Trolle sind, aber es verschwinden hier ständig die Gildenmöbel. Ich muss sie fast jeden Tag neu aufstellen und ich weiß nicht warum. Also ich vermute einfach mal, dass es auch ein Bug ist. Das Hä? Was passiert denn hier? Die Verwirrung ist verwirrt. Auf jeden Fall. Ja, ganz komische Sache. Oh Gott, jetzt sind die SC aber da. Die Attack meine ich. Boom, 68.000 Attack. Richtig geil. Wo haben wir gerade stehen geblieben? Jetzt habe ich gerade komplett den Faden verloren. Jetzt ist es aktualisiert. So, eine Sekunde. Okay, ich habe es endlich geschafft. First Place, Level Up, 150, Dragon Rank 130. Da ich die meiste Spielzeit habe, bin ich hier ganz oben mit drauf. Also ich bin wirklich Rang 1 aktuell. Und, sogar mehr als das, wir haben den Lord, Level Up. Wir haben MVP, Level Up. Und wir haben die Crown Akatsuki. Das ist alles, oh Gott, alles, was man kriegen und haben kann. Besser als das wird es nicht mehr. Also ich habe wirklich alles erreicht hier auf Dragon Crusade. Ich habe es wirklich durchgespielt. Ich habe auch einige Rekorde aufgestellt und so weiter. Es ist durch und durch wirklich ja, ideal im Prinzip. Also ich habe es gemacht. Ich habe es geschafft. Ich bin der Coolste. Ich bin es einfach. So, was wir noch ganz kurz machen werden, ist Daily Dungeon. Mal kurz rein da. Oh ne, ich habe es auf Normal gemacht. Ich bin voll Idiot. Okay, plus 34%. Wir setzen am Schluss einfach fürs TA. Genau, zum Beispiel auch, dass diese Pets hier sich wegstecken und so. Das sind halt alles so Sachen, das sind Kleinigkeiten und sind einfach nervig. Und das muss halt einfach auch wieder nicht sein. Ich meine, warum? Wisst ihr, warum einfach? Könnte man besser machen, könnte man schöner machen. Ja, es ist Arbeit und ja, es ist viel Testerei und ja, Leute werden vielleicht am Anfang dafür crashen und so. Das gibt es immer wieder. Aber... Es wäre halt trotzdem eine Änderung, die halt wirklich schon wünschenswert wäre. Und ich meine, klar, es ist kein Weltuntergang, wenn man immer wieder die Pets rausnehmen muss. Oh Gott, ich werde hier sterben. So, jetzt nicht mehr. Aber ja, ich meine, man will es halt auch nicht die ganze Zeit. Es ist halt trotzdem lästig und man könnte es besser haben. Und ich meine, das Ding ist halt immer so, man muss sich halt auch mit anderen Servern vergleichen. Die anderen Server haben das halt eben und entsprechend muss man halt eben auch nachziehen. Wann kam denn die Lord-Buffs vorher aus? Shit. Das ist blöd. Blöd, 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 blöd. Ja, also wie gesagt, manchmal muss man sich eben vergleichen. Das ist eben schon wichtig. Und da finde ich halt, ging halt ein bisschen mehr.
Ja. So, ganz kurz hier mal schnell nochmals testen. Also mein Fazit vom Fazit ist im Prinzip, ist ein toller Server, es macht Spaß. Ist auf alle Fälle witzig. Man hat hier schon seine Momente, seine witzigen Momente, oder auch teilweise seine traurigen Momente. Nicht alles läuft immer ideal. Ich meine, klar, es ist normal, dass nicht immer alles perfekt läuft. Das ist immer so, das kann immer so sein. Manchmal muss man dann eben schauen, dass es halt, dass man einfach dann ein bisschen widerstandsfähig ist und das Ganze dann eben, ich sag jetzt mal, eher so ein bisschen abtun kann. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber leider ist es halt schon häufig dann hier nötig, sag ich jetzt mal, und ohne, dass ich es irgendwie böse meine oder so, aber zumindest aktuell ist es halt schon so, dass es halt immer noch sehr, sehr viele Probleme gibt und ja, wäre natürlich schön, wenn man die fixen könnte. Und ich gehe auch davon aus, dass einige davon gefixt werden bis zum nächsten Season Launch. Ich wäre jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen enttäuscht, wenn man das komplett ignorieren würde. Also ich meine, ich habe jetzt die Arbeit nicht umsonst gemacht. Also ich hoffe schon sehr, dass es eben jetzt da auch ein paar Taten folgen werden. Denn wenn man natürlich jetzt will, dass man auch wirklich besser wird, dass man professioneller wird, dass die Spieler zufrieden sind und so weiter, dann gibt es einfach wirklich noch eine ganze Menge zu machen. Und ich meine, ich weiß, also ich denke, Dani, so wie ich ihn jetzt aktuell kenne und einschätze, der wird das schon nochmal, also wird darauf Wert legen. Davon gehe ich aus. Aber ich denke trotzdem nicht, dass es genug sein wird. Also ich denke nicht, dass es eine Priorität bekommt, die hoch genug ist. Und das ist halt so ein bisschen meine Sorge. Also ich werde nächste Season hier nicht spielen, aber ich habe natürlich dann schon auch ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt hier nicht spiele und wenn das einfach alles so ein bisschen untergeht, dass ich in 1, 2, 3 Jahren wieder hierher komme und dann halt irgendwie noch die gleichen Bugs vielleicht da sind und so. Das ist halt gerade schon echt eine meiner größten Sorgen. Und das wäre wirklich schon sehr, sehr schade. Also das ist, das würde mich einfach enttäuschen. Und das würde ich einfach auch nicht gut finden. Also ja, da habe ich schon echt die sehr deutliche Hoffnung, dass sich da eben dann schon genug tut. Und dass es einfach dann, ich sag jetzt mal, Wege findet, beziehungsweise eher so ein bisschen geordnete Wege geht, dass das Ganze hier dann ordentlich läuft, dass alles ordentlich funktioniert, dass die Bugs eben gefixt werden, dass einfach Verbesserungen eingeführt werden und so weiter und dass der Spielspaß dann eben im Vordergrund steht, so wie es eben sein sollte. Und ja, aber trotzdem muss ich sagen, ich hatte hier mehr Spaß als CW Season 5 und vielleicht schaut Dani zu, Fladi zu, ich weiß es nicht, aber ich muss sagen, Season 5 fand ich auf CW nicht die beste Season, bei weitem nicht, ich fand es die schlechteste Season bisher, auch für mich persönlich der schlechteste Durchlauf von allen bisher. Die Sache allerdings, die ich jetzt hier sagen muss, ist, ich hatte hier zumindest vom Spaß, vom reinen Spielspaß, um einiges mehr. Also es lief besser, es war witziger, es war abwechslungsreicher, vor allem abwechslungsreicher. Es war einfach angenehm, es war kein endlos Grind, man hat nicht ewig lang gefarmt oder gegrindet oder gelevelt oder Geld gefarmt und so. Es war einfach, es fühlte sich einfach ein bisschen besser an. Und ja, das ist eigentlich so für mich der größte Unterschied. Und deswegen kann ich halt guten Gewissens sagen, ich hatte hier wirklich Spaß. Ja, es war teilweise wirklich schwierig und es war auch frustrierend und das hat mich oft gestört und ich war oft genervt und es ging oft dann hitzig zur Sache. Aber
Ich war im Prinzip durch und durch zufrieden. Nicht durch und durch. Durch und durch ist ein bisschen falsch. Durch und durch ist übertrieben, aber ich war insgesamt relativ zufrieden und man hätte sehr viel schlechter machen können in meinen Augen, was man eben nicht gemacht hat. Und deswegen eigentlich war ich so zu, ich sage jetzt mal 70% zufrieden und die anderen 30% waren eigentlich halt nur die Bugs, ein bisschen Balancing und ja, das war's eigentlich. Okay, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.